Moin zusammen, wir haben hier eine wilde Wahl an Maps. Mal schauen, wo wir rauskommen. Oh mein Gott, es ist die Maple Lodge. Okay, die Maple Lodge ist gut, weil da kann man einfach vor dem Geist weglaufen. Wir spielen übrigens auf dem 10,15-fach. Das heißt 0 Sekunden Grace Period, keine Sanity. Wir können zwar sprinten, aber auch keine Verstecke, keine Ach, Beweise. Natürlich hat Zufall gewonnen mit Kiki! Maple Lodge Camps. Das ja. kann echt nicht sein. Aber wir sind tot! Nee, wir sind tot. Nee, Maple Lodge geht. Du musst einfach immer nur vom Geist weglaufen, irgendwo hin. Hier hast du oft Stellen zum Line of Sight unterbrechen. Die geht. Bei Camp Woodwind wären wir tot gewesen. Camp Woodwind ist unmöglich. Oh, ich weiß also, ja nicht. Ich, vorbei. Ich ja schon. Ach Mann. Okay. Ja. Den Brecki. Wo ist der Brecki, Kiki? Ja, okay, Küken, der Brecki ist eh bei Default an. Wir müssen es nur wissen, falls der Geist ihn gleich ausmacht. Okay, drei. Beim Klo, okay. Drei, zwei, eins, go! Wo ist das Licht? Jetzt spawnt der Geist auf mir und ich bin nun. Boah, der Nebel. Oh, es ist so hell. Na, Bubu, der ist hier! Achtung, Fotoküken, schnell, Fotokopf! Der ist hier vorne! Hilfe! Ich glaube, der ist da bei dem Zeltplatz da auf der Seite. Ah! Das ist Putzi. Scheiße, der Brecki ist aus. Oh, ich habe ganz vergessen, dass es für 0 Sekunden Grace Period ist. Du wolltest 0 Sekunden Grace Period. Ich habe extra nachgefragt. Woher kommt dieses EMF? Wurf. Ah, das war ein Wurf, okay. Wo ist das Salz? Wo ist das Salz? Wo ist das Salz? Ich habe schon ein bisschen geschweißt. Ah! Holy shit! Ich sehe nichts. Hilfe! Lauft, lauft! Ist er da? Ich drücke ihn nicht mehr. Achso, ich dachte, du drückst B. Kiki, hast du B gedrückt an der Tür oder was? So schnell, Anna, lebst du noch? Ich versuche, den Brecki anmachen zu gehen irgendwie. Ich könnte dabei drauf gehen. Der kam von diesem linken Zeltplatz auf jeden Fall. Ah, scheiße. Fuck, er handelt, lauft! Ich kann den Boyker nicht anmachen. Küken, lauf weg, der handelt. Ist er vorne? Ich mach den Brecki dann schnell an. Schnell. Kiki, hier ist kein Brecki! Ah! Joker-Test? Ich hab grad Joker-Test gemacht. Ich hab ihn gesmatcht, ne? Hast du ihn gesmatcht? Okay, hast du einen Timer ja, gemacht? Ja, ich bin hier auf der Nase gespawnt. Ja, hast du einen Timer gemacht? Nein, ich hab keinen Timer gemacht. Ich hab keinen Parat. Warte mal, ich glaube, das ist ein Joker, der ist nicht hier rübergekommen, obwohl ich den mit dem Funk gerufen hab. Kiki, der Boyker ist nicht beim Klo und ich bin fast deswegen gestorben. Ich such den jetzt selber. Oh, Mama. Auf sowas kann man sich ja auch nie verlassen, ey. Ja, okay, Küken. Da müssen wir wegen dem Timer aufpassen. Ist er in Salz getreten? Ja, dann mach ein Foto von ihm, wenn es geht. Ich suche noch den Brecki. Ich habe den Brecki gefunden, erst beim bei der Lodge. Kein Phantom, okay. Der handelt.
Dann ist es definitiv kein Spirit, wenn du ihn vorhin gesmatcht hast. Ich mach nochmal einen Yokai-Test, wenn es geht. Wo ist er? Kommt er dir nach? Ich hatte keinen Smudge in meiner Hose. Kommt er dir nach? Ist er bei dir gewesen? Nö. Okay. Ich hab ihn in die Hose geschissen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hab nur einen Smudge jetzt in der Hand. Zweimal. Ist das vielleicht ein Demon? Kann das vielleicht sein? Ja. Ich muss den mal smudgen. Wir müssen mal gucken, ob das ein Demon ist. Wo ist der denn? Ghost, Ghost, komm her. Ghost, komm her. Ghost, komm her. Ghosty. Wo ist der? Na, schade. Warte mal, wenn das hier zum Beispiel sein Raum ist und dieses Kurz hat ihn aufgehalten hier, dann könnten wir wirklich einen Demon haben. Der hat auch schnell wieder gehuntet. Das Kurzi! Geh's fotografieren! Wo ist die Kamera? Hier liegt eine. Ich bring noch eine mit und schmeiß die hier vorne an das andere Kurzi, falls du eine brauchst. Wo war das Kurzi benutzt worden? Shit, der Brecki ist wieder aus. Also Jin ist schon mal definitiv raus. Ich habe jetzt zwei Smudge. Der war schnell? Okay, Jin ist raus, weil er dauernd den Brecki killt. Ist der ins Salz getreten? Küken, ist er ins Salz getreten schon vorhin bei dem Hand? Ist er reingetreten? Okay, dann ist ja Wraith auch raus. Wir müssen noch Shay testen. Warte mal, ist das Polti? Kiki, check mal bitte wegen Polti. Das klang dazu. Der huntet nicht. Poltergeist. Der hat gerade wieder eine Explosion gemacht. Okay, Küken, versuch mal hier ein paar Fotos abzugreifen. Ja, bei der Lodge suchen wir den mal. Dann lassen wir den einfach handeln. Komm, lass uns zur Lodge zusammengehen. Ich habe die Smudgies, du hast eine Kamera, oder? Ja. Lass uns mal hier suchen. Ich mach mal hier die Tür zu. Anna, falls du den Knochen irgendwo schon als Geist gefunden hast, dann schmeiß uns einfach irgendwie was hier hin und dann kannst du uns den Weg ja zeigen. So. Boah, mit dem Nebel hier siehst du aber auch gar nichts, ne? Nee, ich konnte das Licht gerade anmachen, also hantet der nicht. Boah, ey, der ist so ein Arsch. Ey, der macht sofort den Brecki wieder aus, was soll das? Alter, und dann sagen sie immer, Hunt, du killst den Breaker oft. Ja, Nein, Mama, das ist die Poltergeist-Tag. Ja, sorry. Das müsstest du doch hören auf dem Soundsensor, diesen Knall. Wir haben doch da einen Soundsensor hingestellt. Ja, dann geht's eben nicht. Hier ist nichts, ne? Boah, ey, der hat's mit dem Brecki, ne? Oder es war das Kurzi? So viel zum Thema Hantus machen wir doch da. Ja, das habe ich gerade eben auch noch gesagt, ey. Ja, okay, der Brecki ist dann, ja. Aber gerade eben hat er den sofort wieder ausgemacht, weißt du? Also hier draußen ist auch kein Knochen, ne?
Dann gehen wir jetzt die Mitte absuchen und ganz am Schluss smudgen wir den und suchen seinen Bereich ab. Ach was. Geh du schon mal in die Zelte, ich mach schon mal das Licht hier an, dass wir was sehen. Er huntet nicht. So, am Lagerfeuer hier. Das Lustige ist, wenn die Grace Period auf Null ist, ist man eigentlich sicherer während des Hunts, als wenn er nicht huntet. Hier, Küken, hier, rotes Zelt, hier, Knochi, kalte Knochenhand, so wie du. Kalte Knochenhand, hier. Mensch. Du bist doch so eine kalte Knochenhand. Okay, jetzt müssen wir gleich nur das restliche Salz machen. Ja, das Salz müssen wir noch machen oder vielleicht Laternen oder so. Also, ich kann das vielleicht jetzt nicht schaffen. Es sind zwei Salazien, nicht? Oh, er könnte handen, ja. Warte, ich guck mal. Es ist eine Hand. Lass uns einfach mal hier drin bleiben. In Richtung jetzt zerlegt da hinten alles. Von der Rezeption ist es wieder auf dem Gang. Ja, Polti. Schade, dass wir Nebel haben. Das würde so cool aussehen, wie der alles wirft. Vorbei. Oh Mensch. Okay, ja. Guck mal nach dem Salz. Ah! Event! Ich sehe ihn zwar nicht, aber ja. Ich smudge mal, damit er uns nicht hier killt. Ja, ich habe ihn gesmudged. Haben wir alle Aufgaben? Drei schnelle Geister. Alles. Okay, perfekt. Alles, was man sich. Polti eintragen, wir fahren. Wow. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott. Boah, was für ein wilder One, ey. Das arme Küken, der ist ja zweimal in seiner Nähe gespawnt. Die arme Anna hat es erwischt. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Man muss ja eigentlich nur irgendwie versuchen, in eine andere Richtung zu laufen. Irgendwie. Alter, ey. Aber gut, dass er die Explosion gemacht hat. Dadurch haben wir es mitbekommen. Oh. Guckt euch mal diese Summe an. Kurze Frage, können wir das bitte wiederholen? Ich fand das scheiße, dass es tot war. Was war denn gewesen? Die Grace Period hat dich ja nicht umgebracht. Du bist ja während des Hunts irgendwann gestorben, oder? Gleich beim ersten Hunt. Ich bin halt nach hinten. Wow, das ist ich jetzt nicht den Knochen da zwischen den Reifen gefunden habe und habe mich da in die Tür gesetzt. Okay, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.